Sängerin der Gustav Herzog begrüßen. Herzlich willkommen. Freuen Sie sich, freut ihr euch alle mit mir nun auf die Parteirevue. Für uns soll's rote Rosen regnen. Liebe Parteifreunde, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Frau Ministerin, lieber Herr Bundestagsabgeordneter, lieber Herr Landrat, Karl. Ja, was ist denn? Wir sind hier unter uns, Partei ist morgen. So, ich war schon gehört, habt ihr wohl was verwechselt? Wir sind ja unter uns, ja. In diesem Jahr, in dem auch unsere Partei ihren 150. Geburtstag feiern tut, ist es mir eine besondere Freude, euch, die ihr unserer Partei nahesteht. Ja, Vater, nahe gestanden habt, näher standet, trinken wir in dieser Stunde ja auf den Gründer unserer Partei. Ah, danke, doch. Auf Ferdinand Lassalle, auf unsere Partei. Auf Lassalle? Ich denke, Karl, wir sollten ihm zu Ehren sein Lied singen. Die Arbeiter-Massaillese. Kenne ich nicht. Kann ich mir vorstellen. Parteifreunde kennen das nicht, die Genossen schon. Herr Kapellmeister. Einlassen soll. Dann legt er sich mit dem von Dönniges an, weil der ihm seine Tochter nicht zur Frau geben will und fordert ihn zum Duell. Naja, und der, typisch Adel, lässt für sich arbeiten. Jako von Janitz tritt an, schießt und trifft. Ach, welcher Parteiführer stirbt denn heute noch im Duell? Hm? Der ist nicht für die Partei gestorben. Der ist für eine Frau gestorben. Frauen und Alkohol sind der Untergang für einen Politiker. Was ist in einer Hölle? Heilen wir schon lange und vielleicht eine ganze Liga mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rennt in die Dinge!
Ich fand das ja damals klasse, Mama. Wenn ihr nicht gewesen wärt, ja, dann gäbe es heute noch kein allgemeines Wahlrecht. Ihr habt das ja damals durchgesetzt, genau, für Männer und Frauen. Ja. Und sonst wäre die Merkel vielleicht heute noch nicht wahlberechtigt. Die war, die war. Es geht doch auch letzten Endes nicht um Männer oder Frauen. Das Problem ist und bleibt der bürgerliche, die bürgerliche Klassengesellschaft mit ihrer ungerechten Verteilung des Reichtums. Es gibt keine Klassen mehr. Wer sagt das? Na, der Müntefering. So, dann soll er mir mal sagen, warum in unseren Regionen in Europa der Reichtum der Reichen immer mehr wird und die Armut der Armen ebenfalls mehr wird. Der Begriff Klasse weist darauf hin, dass eine Gesellschaft gespalten wird und unsere in Arm und Reich. Und nicht nur, dass die Reichen mehr Geld haben, nein, mit diesem Geld kann man den Staat auch so einrichten, wie er für die Reichen am günstigsten ist. Also Vater, die Partei hat auch gekämpft und versucht zu verhindern. Und das zu einer Zeit, als die anderen, die Schwarzen, noch dem Kaiser hinterher trauerten. Ich sage nur, Otto Wels. Kennt ihr noch seine Rede zur Begründung der Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes vom 23. März 1933? Nein. Tina. Ach, lass dich wohl selber. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr verlangen oder erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Kritik ist heilsam und notwendig. Noch niemals, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie es jetzt geschieht und wie es durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und weiter, später, Willy Brandt, sein Mut zur Aussöhnung, die Ostpolitik, Karl in Warschau, regierender Bürgermeister von Berlin, Außenminister, Kanzler, Friedensnobelpreisträger. Die Konservativen wollten dem Willy Brandt immer wegen seiner unehelichen Geburt sozusagen eine Minderwertigkeit unterstellen. Adenauer selbst sprach immer von Willy Brandt alias Herbert Frahm. Naja, inzwischen darf man selbst in der CSU außerehelich Kinder zeugen, hey, Opa, ohne dass das der politischen Karriere schadet. Ach, SPD, ich hab so oft, doch so vergeblich drauf gehofft, du würdest einmal wieder rot, doch dafür schämst du dich halt tot. Als ich mit Bibel kommen wollt, hast du die Bibel rausgeholt, und das noch nicht mal aus Versehen, du lässt dich gehen. Ich will der erklärte Feind dieser bürgerlichen Gesellschaft sein,
Ich will an ihren Voraussetzungen sägen und dort, wo ich kann, will ich sie abschaffen. Das ist Kommunismus! Revolution! Ein Angriff auf die Verfassung! Karl, sag doch was! Faller! Ja. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Wer sagt das? Der Meister selbst, Karl Marx, Band 3 der Gesamtausgabe, Seite 35. Kannst du auch im Internet nachlesen. Die ist Piratin! Nicht jeder, der einen Computer bedienen kann, ist Pirat! Tina! So kenne ich meine Tochter gar nicht. Also, ich glaube, wir hätten sie doch nicht aufs Gymnasium schicken sollen. Wenn es mir nachgegangen wäre! Aber ich habe ja nichts zu sagen. Wenn das Ziel nicht bestimmt ist, sind alle Wege richtig. Die Bewegung muss führen. Die Bewegung muss sagen, wo es lang geht. Wenn sie das nicht tut, dann wird sie bewegt. Ha, aber auf der Stelle treten ist doch auch Bewegung, Mensch Richard. Ja, eben. Karl, habt ihr was mitgebracht? Das ist doch die Internationale! Mach das aus! Nicht in diesem Haus! Na gut. Dann vielleicht. Zweifel der Mensch ein Mensch ist, drum hat ein Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will keinen Sklaven unter sich und lieber sich keinen Herrn. Meine lieben Freunde, die Sozialdemokratie ist der Versuch, den Traum von einer besseren Menschheit hier und heute zu realisieren. Den Traum, den die Kirche in den Himmel verschiebt und den der Kommunismus in eine nicht näher definierbare Zukunft verlegt. Diesen Traum versuchen wir jetzt zu leben. Und das versuchen wir seit 150 Jahren. Mit 16 sagte ich still, ich will. Später, sagte ich.
bedanken. Vor einem Jahr sind wir überrascht worden mit der Aufgabe, uns um die 150-Jahr-Feier zu kümmern. Wir haben dann ein paar Ideen verwirklicht, ein paar Schnapsideen. Es gab eine Person, die hat dabei immer uns den Rücken freigehalten, hat gesagt, macht einfach, hat uns Vertrauensvorschuss gegeben, hat uns unterstützt bei allen Hürden, die da zu überwinden waren. Und das ist der Gustav Herzog, unser Unterbezirksvorsitzender. Und ich glaube, auch du hast dir mal eine große. Right.